Mazat, dass Sie aktuell auf dem letzten Platz sind, dürfen Sie sich die erste Kategorie aussuchen. Du Scheiße, es geht noch weiter. Ich nehme Gestik 300. Gestik 300, okay. Jetzt kommen wir zum geilen Scheiß. Der Gangnam-Style. Mazat war auf jeden Fall. Gestik heißt, dass ich das jetzt machen muss? Ja. Natürlich. Soll ich ein Lied einstimmen? Vielleicht hilft das. Opa Gangnam-Style. Perfekt, das ist genau das, was wir gesucht haben. Das könnte auch Reiten sein. Nein, das war schon Gangnam-Style, sind wir ehrlich. 300 Punkte. Ich war hinten Tänzer damals. Ich weiß, das war 300 Anzeigen in Südkorea. Ich weiß, 300 Punkte an Mazat. Herzlichen Glückwunsch. Es geht bergauf. Es ist unglaublich. Okay, du darfst dir direkt die nächste Kategorie aussuchen. Ich nehme wieder Gestik. Wir nehmen diesmal 200. Gestik für 200. Mhm. Den Ketchup-Song. Den Tanz dazu. I said hey, ha, hey, hey, na, 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 na. Mazat? Ja, genau das haben wir gesucht. Mazat geht mit. Die holt auf, Mauki, mach was! 100 Punkten in Führung. Es ist das erste Mal, dass die Pluspunkte. Nein, warte. Let's go! Ich hab das Ding gemacht und es hat gereicht. Ich möchte mich gerne komplett durch Gestik durcharbeiten. Wir nehmen mal 100 jetzt. Oh Gott. Gestik für 100. Der Macarena. Die Tröte hat nicht funktioniert! Ich würde, weil Mazat und Mauki relativ zeitgleich waren, gebe ich hier Mauki das Recht, weil sie behind liegt. Okay. Habe die. Okay, ich glaube, das hat ein bisschen weh. Mauki, Macarena. Ich glaube, das wichtigste Kulturgut in Deutschland, dabei ist es nicht mehr Deutsch, Alter. Wir arbeiten uns durch Gestik durch, weil, Toro darf nicht gewinnen, Maluna, go. Gestik Was? 400. Gestik 400? Was? Nein. Das hier ist kind of ein Meme. Ich bin gespannt, ob ihr das kennt. Die Robbe. Alles hängt gerade ein bisschen. Mauki. Okay. Ja, ja, es geht in Form, ja, ja, okay, ja, okay, schöne Robbe, es war eher der sterbende Seeigel hier gerade, aber lassen wir durchgehen, Alter. Mauki. Komm, wir machen noch die 500er Geste. Oh Gott. Gestik die 500. Gut, funktioniert noch. Also jetzt hierbei möchte ich mehrere Bewegungen von dieser Gestik haben, nicht nur eine. Der Burger Dance von DJ Ötzi. Was? Ihr kennt den Safe. KFC? Weiß ich nicht. McDonald's. Ob das der ist. Du kannst buzzern, wenn du willst oder nicht, aber. Nö, das ist nicht meine Zeit. Der Burger Dance. McDonald's. Kentucky Fried Chicken und eine Pizza hat. Schade! Uralt, das Ding, das ist ja uralt. Schade. Da hätte ich euch bei gesehen, Alter. Ja, die Punkte gehen leider jetzt an nichts. Die gehen zurück an die Bank, wie bei Monopoly. Daher ist Mauki wieder dran. Fangen wir süß und knuffig an mit Kindheit 100. Kindheit 100. Wie heißen die Pferde von Bibi und Tina? Wer ist Bibi und Tina? Piep! Piep! Moki. Amadeus und Sabrina. Du loggst Amadeus und Sabrina ein. Es ist tatsächlich die korrekte Antwort. Amadeus und Sabrina. Ja! Bibi und Tina. Aber ich weiß es nur wegen dem Lied. Reiten ist das Bibi Blocksberg Amadeus gewesen oder was war das? Nee, Bibi und Tina ist jemand anderes als Bibi Blocksberg, oder? Nee. Ist das selbe? Sind die gleichen, oder nicht? Ey, ich war ein Nickelodeon-Kind, kein Kika-Kind. Ich war auch ein Nickelodeon-Kind, Alter. Du darfst die nächste Kategorie aussuchen. Ich hab Angst, aber ich nehme Kindheit 200. Mann, ich will jetzt auch was wissen. Verdammt. Kindheit für 200. Hast du was aus der Kindheit im Krieg? Dann könntest du vielleicht mitnehmen. Wenn du hierher kommst. Man wurde Amerika entdeckt oder sowas. Wie heißt der Staubsauger von den Teletubbies? Oh mein Gott. Teletubbies hatte ich als Kind immer so Angst vor. Irgendwie. Ich fand das super verstörend. Also warte. Die Antwort ist... Nono! Nono! Junge, Teletubbies... Wie hieß das? Wer hat,
Ja, Teletubbies. Nono. Teletubbies war so verstörend. Wer ich fand das auch also, wack. Ich hab das nie geguckt. Das war super, also Kindheitstrauma einfach. Nono sah auch so gruselig aus. Viel interessante Frage. Cool, Kindheit 300, let's Kindheit go. 300. Sag mal, du knusperst aber auch die Kindheit durch jetzt. Ich bin so sad, dass ich Nono nicht mehr im Kopf hatte. Und damit ist die Frage leider auch verjährt. Pünktchen, glaube ich, ne? Pipi Lotta. Und des Interessens halber werde ich jetzt einfach mal den kompletten Namen einblenden. Pipi Lotta, Victual Alia, Rollgardina, Pfefferminz, Ephraims Tochter, Langstrumpf. Ephraims Tochter, Alter, was ist da passiert? Ich schwöre dir, ne? Also der Produzent, der muss da gesessen haben, so mit so einem Berg Schnee, Alter. Und so. Aber du musst noch ein X drauf machen. Das ist die Golden Question. Stimmt. Kindheit 500. Das heißt, ich darf alleine. Okay. Und du kannst jetzt bis zu 1000 Punkte gewinnen. Aber ich kann nichts verlieren dabei, ne? Nein, du kannst nichts verlieren. Oh Gott, wenn jetzt wieder so eine... Benenne die komplette Gummibärenbande. Ach, fick dich doch. Es ist einfach eine... Also das sind bis zu 1000 Punkte, ne? Wir sind für dich da, wenn du sie brauchst. Da sind die Gummibären. Liebesbär? Nicht die Glitschbärchen, die Gummibären. Och Mann, lass mich in Ruhe. Ich kenne keinen einzigen von den Gummibären. Okay, es sind... Moment, ist auch ein Mädel dabei, die Mutter oder die... Ja, und diese eine gelbe mit dieser Locke. Naja. Es sind Gruffi, Sunni, Summi, Tummi, Kabi oder Chubby, ich weiß nicht, Grammy war ja der und Augusto. Genau, also, ja. Was war das? Das war derselbe Produzent von Pippi Langstrumpf, der mit einem anderen Berg. Was ist mit Augusto passiert, Alter? Augusto ist ja ausgestoßen, dem mag keiner. Die waren so am Brainstorm und dann so, wir brauchen noch einen. Ach, nehmen wir einfach Augusto. Bei Zitate suchen wir entweder die Serie, den Film, den Anime oder halt den Darsteller, der es gesagt hat, ne? Mhm. Mhm. Wer oder wo wurde Folgendes gesagt? Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man erzählt. Toro. Forrest Gump aus dem gleichnamigen Film Forrest Gump, tatsächlich. 100 Punkte an Toro an der Stelle. Herzlichen Glückwunsch, du hast endlich mal wieder positive Punkte. So, Fräulein. Habt ihr Forrest Gump geguckt? Oh, jetzt kommen die ganz alten Filme. Ich hab's nicht geguckt. Ja. Gut, Forrest ich empfehle. Super. Ich hab Forrest Gump nie geguckt, aber ich kannte nur das Zitat dazu. Ich habe nur so viele Serien nicht geguckt, damit ich sie mit Freunden und Familie jetzt gucken kann. Oder Filme, meine ich. Natürlich. Weiter also kommt jetzt die Gummibärenbande, ja? Ja, Gummibären. So, ich muss ja aufholen, also nehme ich Zitate 300. Ihr könnt für dieses Zitat entweder den Film nennen, den Charakter oder den Darsteller. Alles drei sind legitime Antworten, okay? Okay. Mein Baby gehört zu mir. Sehr. Meine Mama. Auch wenn es sehr, sehr kurz ist. Ich denke aber auch, ihr werdet den Film alle kennen, safe, wenn ihr wisst, welcher Film das ist. Ich kenne den Spruch, aber oh. Oh, soll das was Romantisches sein? Ich dachte, es geht um ein Baby, also um ein Kind. Nein, nee. Es ist eher so um sein Baby. Mein Baby. Weißt du, so, ja. Drei. Es war Patrick Swayze als Johnny in Dirty Dancing. So ein Scheiß gucke ich nicht, sorry. Ja, denn ihr Patrick Swayze, Johnny oder Dirty Dancing sagen können. Bisschen weiter unten. So, ich werde dir das Zitat zuallererst auf Deutsch vorlesen. Und dann werde ich das Zitat nochmal in der Originalvertonung, also in der Originalsprache vorlesen. Das sind meine Eigenarten. Ich trinke und ich weiß Dinge, oder? That's what I do. I drink and I know things. Super bekannt, wirklich. Also die Serie und der Charakter. Der Charakter leider ein bisschen, was heißt leider, ist ein bisschen unbeliebt bei den Fans, würde ich sagen. Zurecht. Oh, warte mal. Warte mal! Ey, Bieb, Boop, Bibidi-Boop! Ja, Bibidi-Boop. Warte, war das eine goldene Frage? Nein, das war ganz normal, aber du hast jetzt eingeloggt. Was möchtest du antworten? Das ist nicht von... Ja, Mauki muss antworten, let's nein, go! Nein, also, weiß ich nicht. Also, du hast jetzt Zeit zum Antworten. Du kannst antworten, ja, was du magst. Von Game of Thrones... Fällt dir auf den Namen ein? Aber wir lassen das gleich gelten. Es ist Tyrion. Tyrion Lannister von Game of Thrones tatsächlich. Was?!
Wieso ist der unbeliebt? Wieso ist der unbeliebt? Warte, habe ich den verwechselt? Ja, dann nee, sorry, dann habe ich einfach Scheiße. Littlefinger ist nicht beliebt. Ja, ich sag das selber. Ich habe Game of Thrones. So, ich oute mich jetzt. Game of Thrones nie geguckt und fand's doof. Entschuldigung. Mauki, Zitate für 4 oder 500? 400? Ich bin langweilig. Zitate für 400. In der schwersten Zeit ist Hoffnung etwas, was du dir selber gibst. Und das ist ein Zeichen von innerer Stärke. Das klingt so Titanic-mäßig. Ihr könnt den Charakter und oder die Serie nennen. Können wir das nochmal schriftlich sehen? Ja, ich versuch's gerade zu formatieren. Ich lese auch gerne nochmal wieder vor. In der schwersten Zeit ist Hoffnung etwas, was du dir selber gibst. Und das ist ein Zeichen von innerer Stärke. Rocky. Drei. Drei. Zwei. Eins. Dieser Spruch stammt aus dem Kult-Cartoon-Anime, betitelt es wie ihr wollt. Avatar, Herr der Elemente und Onkel Iroh spricht dies hier zu Prinz Zuko. Nein! Oh, wow. Das hätte doch, wäre ich niemals drauf gekommen. Okay, Maluna kennt es, oder? Lebten alle Buch 2. Das ist in Buch 2 in der ersten Hälfte des Buches, bevor die im Bass erzählt. Also ich kenn's. Ja gut, ich kenn... Ich habe die Serie zu oft geguckt, sorry. Damit bleibt leider nur noch... Was heißt leider? Damit bleibt nur noch die 500-Punkte-Frage der Zitate übrig. Knochen des Vaters, unwissentlich gegeben. Fleisch des Dieners, willentlich geopfert. Und zum Schluss, Blut des Feindes mit Gewalt genommen. Ihr kennt das safe, 100%, wenn ich sage, von wo das ist. Mein Chat weiß es direkt, actually, insane. Knochen des Vaters, unwissentlich gegeben. Fleisch des Dieners. Reicht die Serie? Es reicht die Serie. Ich gehe jetzt Risiko, ich gehe jetzt all in. Ich sage Game of Thrones. Die Antwort, Toro, ist natürlich, das hast du leider komplett in die Scheiße gegriffen, aus Harry Potter und der Feuerkelch. Das ist in der Szene, wo Rattenschwanz oder Wurmschwanz Voldemort wiederbelebt. Harry Potter zum Friedhof gebracht hat bei den Tri-Olympischen oder Tri-Magischen Spielen und dann sich selber so einen Finger abhackt. Ich habe Harry Potter nicht gesehen. Was hast du alle? Was ist alles an dir vorbeigegangen? Ich habe nur Anime geschaut, seit ich 16 bin. Ich hatte keine Kindheit. Ich habe auch kein Game of Thrones gesehen. Ich habe auch kein... Was? Ich habe gar nichts gesehen. Begeben wir uns mal kurz nochmal in die Zwischenstandsszene, meine lieben Damen und Herren. Der Punktestand ist, also man sollte meinen, es hat sich viel geändert, aber irgendwie hat es das nicht, denn Toro ist von 0 Punkten auf minus 400 runter. Maluna ist, glaube ich, von minus 500 waren es auf 100 hoch und Mauki hat ihre Punkte um 1000 Prozentpunkte erhöht, von minus 500 auf plus 500. Aber nur zur Erinnerung, bevor wir weitermachen, jede Frage in der letzten Runde ist die doppelte Punktzahl wert. Und hier geht es jetzt nicht um irgendwelches Videospiel, Serien, Anime-Wissen, sondern um Bildung und Intelligenz.